Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen ab heute The Elder Scrolls 4 Oblivion. Das wurde schon von vielen gewünscht, schon viele Jahre wurde es gewünscht, dass ich das mal mache. Und ich habe vor kurzem mal auf Discord gefragt, welche Spiele möchtet ihr denn sehen? Und da kam Oblivion vor und ich habe daraufhin eine Umfrage auf YouTube gestartet und circa 60% der Zuschauer hat für Oblivion gestimmt und deswegen spielen wir ab heute Oblivion. Allerdings spielen wir das Ganze in Staffelepisoden, das heißt, nach einer Staffel ist erstmal Schluss, bis es nochmal von den Zuschauern gewählt wird. Es kommt also auf euch drauf an, ob es noch eine zweite Staffel geben wird. In der ersten Staffel werden wir uns ein bisschen hier im Lande umsehen. Wir werden ein bisschen umherstreifen und dann dürft ihr euch wünschen, was wir ab Staffel 2 machen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, dass wir eine Gilde machen. Ihr könnt sagen, dass wir in ein DLC gehen. Ihr könnt sagen, wir können die Mainquest weitermachen und so weiter und so fort. Ihr habt also da komplett das Sagen, was in der Staffel passiert. Diese Umfrage wird dann ab Folge 40 circa kommen. Folge 40 wird oben rechts eine Umfrage erscheinen und da könnt ihr wählen, was wir als nächstes tun. Natürlich werde ich vorher auf Discord fragen, was sich die Leute so vorstellen. Das heißt, wenn ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, dann geht da doch einfach rauf. Unten in der Beschreibung befindet sich ein Link für Discord. Den gebt ihr da einfach ein und zack, schon seid ihr auf meinem Server und könnt quasi mitbestimmen, was auf meinem Kanal so laufen soll. Nun, fangen wir an. Die erste Staffel beinhaltet 50 Episoden und wir drücken einfach mal auf neues Spiel und gucken, was passiert. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat. Im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Sister Game Studios presents The Elder Scrolls 4 Ja, und damit sind wir bei der Charaktergestaltung. Ich werde jetzt nicht so viel Zeit hier drin investieren. Selbstverständlich werden wir wieder ein Khajiit-Weibchen nehmen. Das haben wir ja schon bei Skyrim damals gemacht. Hier haben wir übrigens einige Mods installiert. Das heißt, wenn ihr schon mal Oblivion gespielt habt und ihr denkt, oh, das sieht ja komplett anders aus, was ist denn los? Wir haben Mods drin, dank an DoubleX, der das Ganze quasi alles für mich zusammengestellt hat. Ich weiß allerdings nicht, welche Mods er alle drinne hat. Also wenn ihr Verlinkungen haben möchtet, kann ich ihn gerne mal fragen, ob er das noch am Start hat. Ansonsten würde ich sagen, wir nehmen den Khajiit. So, nun mögen wir unser Abenteuer beginnen. Meine Hände sehen echt ein bisschen fällig aus. Seltsam fällig, aber gut. Erstmal irgendwelche Sachen zertrümmern. Das gehört beim Spiel dazu. Ich kann Dinge aufheben und ich. Oh, oh. Heißt das für Essen für mich? Eine fette, leckere Ratte. Ist das was für mein Kätzchen? Ist mein Kätzchen hungrig? Hier drinnen solltet ihr besser nehmen, was ihr bekommen könnt, Kait. Die
neuen Gefangenen bekommen aber nichts zu essen, wusstet ihr das nicht? Erst hungern sie euch aus, dann verprügeln sie euch und dann töten sie euch. Aber nur, wenn ihr Glück habt. So ist es. Ihr werdet hier drinnen sterben. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen, um euch zu holen. Ich komm wieder und schlag dich kaputt. Ich brauche eine Liste. Ich hab hier einen Stift und Zettel, warte, Moment. Also. Typi, du stehst jetzt auf meiner Liste, aber sowas von. Ich mach dich kaputt. Ich komm wieder! So. Jetzt brauche ich nur noch Platz. Controller weg mit euch. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Bin am Schreiben, lass mich. Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Ja, warte. Gefangener, tritt zur Seite. Halt's Maul, ich muss schreiben. Aus dem Weg und dir passiert nichts. Lass mich schreiben, Mann. Gefangener, weg von der Tür. Okay, du kommst jetzt auch auf meine Liste. Gefangener, hast du einen Namen? Fenster, sofort. Ach, dummer Typ. So, dummer Typ. Dummer Typ. Gefangener, geh zum Fenster, sofort. Todesliste. Todesliste. Ich mach dich kaputt! Geh zum Fenster, sofort. Den mach ich gleich kaputt, aber sowas von. Du wirst der Erste auf meiner Liste sein. Es scheint uns niemand zu sein. Bleib, wo du bist, Gefangener. Auf geht's. Ich bin doch keine Katze. Oder? Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft. Mal so eine Frage zwischendurch, Mr. Kaiser Uriel Septim. Woher willst du wissen, dass ich kein Totenbeschwörer bin? Wobei Totenbeschwörer Hexenmagier bin, der mich einfach in deine Träume reingeschlichen hat. Was geht hier vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Oh, zufällig. Und wer seid ihr, Mr. Kaiser Uriel Septim? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels. Und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Aha, und warum bin ich hier? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten, sie spielen keine Rolle. Denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Aha. Was sollte ich jetzt tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Ich merke mir dein Gesicht, mein Freund. Nein, mach doch nicht die Tür zu! Als wäre heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Ich komme wieder, hörst du? Ich komme wieder. Typ in Zelle neben der Treppe. Typ im Gefängnis. Neben der Treppe. Du kriegst doch aufs Maul, ey, mein Freund. Du kriegst aufs Maul. So. Dann gehen wir mal weiter. Die Fackel schnappen wir uns mal. Die können wir bestimmt gut gebrauchen. Ich werde das Ganze hier ein bisschen chillig angehen lassen. Wie immer, ich habe keinen Zeitdruck. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Lasst es uns ganz entspannt hier durchgehen. Und deswegen ganz entspannt spielen. Hallo, Typ. Ich weiß nicht, wer von euch hier der Pisser ist. Der Hauptmann ist tot für den Kaiser. Gib mir die Waffe. Jawohl. So, erstmal einkleiden, so. Was haben wir denn da so Schönes? Zack. Klinge einhändig und Klinge einhändig. Aha. Das hier ist ein bisschen was wert. Schaden 2, Schaden 1. Ach. Die Waffe, die was wert ist, ist billiger. Okay. Können wir später verkaufen. So. Hab alles geklaut, ne? Fetch das. Wir tun einfach mal so, als wäre das der Typ, der mich angebrüllt hat. Seid ihr in Ordnung? Halt, das ist eine Frau. Okay, alles gut. In Sicherheit, vorerst. Hauptmann Renault. Sie ist tot. Tut mir leid. Ups. Kann ich dir irgendwas klauen? Dein Gold zum Beispiel?
Lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Das sieht nach Gott. Seid unbesorgt, Herr. Wir werden euch hier herausbringen. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht die Ersten, die die Klingen unterschätzen. Ich passe auf. Bewegung. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Versucht nicht, uns zu folgen. Hab ich das Geld jetzt? Wo ist mein Geld? Ich hab das Geld nicht bekommen. Verdammt. Ja, wir können die Leichen untersuchen. Holy shit, kann ich hochspringen. Ja, logisch, bin ja auch ein Khajiit. Drücke die F-Taste, um eure Waffe oder Fäuste bereit zu machen. Es kommt ein bisschen spät, aber gut. So. Magiker-Wiederherstellung. Okay, wieso nicht? Den Scheiß brauche ich nicht, das ist nicht mal was wert. Der hat gar nichts dabei. Hey, hey, ihr habt Ratten reingelassen. Verzieh dich. Okay. Rattenfleisch. Gar nichts. Ah, doch. Ich dachte schon auch gierige Ratten. Nein. Zum Glück waren das nur die gierigen Typen. Drücke Tab, um das Journal zu öffnen. Hier könnt ihr die Attribute eures Charakters einsehen, euch mit Rüstung und Waffenausrüstung und Zaubersprüche wählen. Ja, cool. Irgendeinen Zauberspruch haben wir auch schon. Leichte Wunden heilen, na. Feuerball. Infravision für 30 Sekunden. Ach, das ist mein Katzenauge. Ah, Auge der Furcht. Tja, wer braucht denn schon eine Fackel, Freunde? Also ich werde das Ganze wieder mal als kleiner Assassine machen. Ihr wisst, ich bin halt ein Assassine und ich versuche jetzt schon mal ein bisschen meine Tricks auszuarbeiten. Hey! Es tötet mich! Gut, ich habe kaum Leben verloren, ich weiß. Die Panik war aber trotzdem da. So, alles ordentlich untersuchen, dann finden wir alles, was wir brauchen. Oh, ein Bogen. Und, bevor ihr den Bogen verwenden könnt, braucht ihr Pfeile. Seht nach, was ihr am Skelett findet, okay? Ich sehe Eisenpfeile. Nehme ich alles mit. Und, ja, das kann ich gut gebrauchen. Oh, Rüstung, Dietrich, Fackel. Ja, nee, ich nehme alles mit. Hier, was ist denn los? Wenn ihr einen Dietrich besitzt, könnt ihr damit versuchen, die meisten Schlösser aufzubekommen. Bewegt den Dietrich aufwärts gegen einen Bolzen. Wenn der Bolzen das obere Ende des Schlosses erreicht, klickt die linke Maustaste, um ihn dort zu fixieren. Wenn alle Bolzen oben sind, öffnet sich der Schloss. Genauso wie in The Elder Scrolls Online ist das. Okay, das kriege ich ja wohl hin, oder? Easy. Gold und Saphir, sauber. So, und ich habe es. Um mit dem Bogen schießen zu können, müsst ihr mit dem Bogen und Pfeile ausgerüstet sein. Geht jetzt zu eurem Inventar und rüstet euch mit beidem aus. Okay. So, nichts lieber als das. So werden wir jetzt rumlaufen die ganze Zeit. Also ich werde versuchen, immer einen Bogen zu haben. Wir werden wieder verschiedene Werte aufskillen, um das Ganze noch zu verbessern. Und ich freue mich drauf. Jetzt seid ihr bereit, das Bogenschießen zu üben. Der Eimer neben dem Brunnen gibt ein gutes Ziel ab. Haltet den rechten Schalter, um den Bogen zu spannen und zu zielen. Lasst den rechten Schalter los, wenn ihr wieder schießen wollt. Ah ja, gerade eben noch von Maustaste geredet, jetzt ist es schon ein Schalter. Nö, aber ich kann es gerne untersuchen, wenn ihr wollt, ja. What the fuck? Okay. Nehme ich alles. Easy. Okay, ihr seht schon, es ist wichtig, hier alles zu untersuchen. Und jedes Geheimnis zu finden am Anfang. Am Anfang kann alles, was ihr findet, wichtig sein. So, und vielleicht kann ich ja jemanden von euch animieren, auch zu spielen. Was haben wir denn da? Noch eine Keule zum Verkaufen. Wiedermaler-Potion, Blitzschlag, Chamäleon. Chamäleon 25% für 30 Sekunden dann selbst. Ja, Eisenschlüssel und mehr Dietricher. Ist wahrscheinlich irgendwie so Tarnung oder so ein Kram. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt übt das Wirken von Zaubern. Drückt der rechten C. Was? Was ist das für ein Deutsch? Um euren ausgewählten Zauber zu wirken. Wollt ihr den Zauber wechseln? Drückt Tab, um das Journal wieder zu öffnen. Ja, cool. Boom. Das kann ich besser. Geht doch. So, direkt mal wieder Nachtsicht. Nachtsicht ist cool. Nachtsicht gefällt mir. Was kann ich behalten? Eisenpfeile noch.
Eine rostige Eisenaxt wiegt 12. Und ich krieg nur 4 Goldmützen dafür. Rusty Iron Bow, das gucken wir uns gleich mal an. Ich habe noch keine Rüstung an, stimmt. Einfach alles mitnehmen. Ich kann kaum schon noch was tragen. Ja, ich will nichts hier machen. Also, kann ich das nach Gewicht sortieren? Ja. Das Katana kann eigentlich weg. Das ist wertlos. Wie lasse ich Sachen fallen? Bist du weg? Du irgendwas. Ich tue das einfach so rein. Stahlkurzschwert behalte ich und holy shit. Also Eisen brauche ich sowieso nicht. Auch wenn es wertvoll ist, ich sollte lieber bei Leder bleiben. Und ich will halt noch ein bisschen was tragen können. Wenn ich irgendwas Wichtiges finde. Weg mit dem Scheiß. So, wobei die Handschellen möchte ich gerne behalten. Die sind cool. Die haben irgendwas, ne? Aber ich möchte gerne mein... Davon habe ich 2 dabei und die sind sowas von wertlos. Das Katana kann weg, es wiegt 18. Ach du Scheiße. Wir haben zwar noch ein Stahlkurzschwert, kann ich das irgendwie auf die 1 packen oder so? Keine Ahnung. Ich habe gerade mal 10 Gold dabei. Und 2 Keulen, die 8 wiegen. Puh. Okay, man muss wirklich nicht alles mitnehmen. Muss mein Bogen hin. Erstmal Lederrüstung anziehen und meine Handschellen. Ja, fast schon wie Schweißbänder, ne? Ich bin so stahlhart, ich brauche stahlharte Schweißbänder. So, ja, ist sowieso nur 10 wert, ne? Mich würde mal interessieren, wie ich Dinge aus meinem Inventar entferne. Einfach runterwerfe. Das könnte ich im Let's Play, glaube ich, ganz gut gebrauchen. So, die Ratte hat irgendwas noch dabei, ne? Ein Eisenpfeil von mir. Stimmt, einen hatte ich noch daneben geworfen, ne? Tja, Rippeisenpfeil. Ich finde dich wohl nie wieder. Okay, schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um. Wir müssen ja erstmal noch rauskommen. Ach, da ist irgendwas. Die sind vor irgendwas weggelaufen. Ich dachte schon, was kommen die auf mich zugerannt? Hey, mein Pfeil. Schade. Hallo, Mr. Zombie. Wieso gibt's hier Zombies? Und das ist das Schöne an einem Bogenschützen. Die Gegner kommen gar nicht an dich ran. So, totes Fleisch. Schaden, Ausdauer. Nehme ich mit, ist was wert. Der Rest ist nichts wert. Brauche ich nicht. Ah, danke, mein Freund, dass du mir geholfen hast. Es wäre doch nicht nötig gewesen. So, also. Wusch. Ich finde, das war eine gute Entscheidung, die Katze zu nehmen. Sehr, sehr gut. Oder Khajiit, besser gesagt. Ich will hier niemanden beleidigen, indem ich Katze sage. Habe ich da gerade einen Schwanz gesehen? Ich glaube schon. Mehr Dietriche und Ausdauer wiederherstellen, Magika wiederherstellen. Ja, derzeit noch nicht notwendig. Schleichenfähigkeit verbessert. Nein, puh. So, ich weiß noch nicht, wie man abbricht. Deswegen habe ich es einfach auf den Boden geworfen. Ah, ich habe es ehrlich gesagt seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gespielt, das Spiel. Deswegen freue ich mich sehr, wieder mittendrin im Game zu sein. Und ich muss ein bisschen höher zielen. Das ist nicht wie in Skyrim, wo du einen Sniper spielst. Wo wirklich jeder Schuss sitzt, wenn du mit dem Fadenkreuz drauf bist. Du musst tatsächlich ein bisschen höher zielen. Ich treffe dich mit 3 Pfeilen und der hat nicht einen dabei. Ich habe nur noch 57 Munition. Ist ja gar nichts. Hast du noch einen Pfeil? Waren alle so geizig. Was soll denn das? Okay, ich glaube, wir haben alle hier. So. Nur mal kurz umschauen. Was mache ich denn? Auf damit! Oh, da treffe ich dich mal. Ey, du kannst doch nicht wissen, wo ich bin, oder? Eure Ausdauer ist niedrig. Wovor brauche ich denn Ausdauer? Okay. Okay. Ich komme noch nicht ganz klar mit der Steuerung. Ich glaube, man merkt es. So.
Wie kann ich Objekte wie Leichen bewegen, zum Beispiel? So auf jeden Fall nicht. Dinge, die ich noch herausfinden muss. Wieso ist Q auch vorwärts bewegen? Q und W ist vorwärts bewegen? BDF. Ach, da sind wir in der Ansicht, okay. Gut, sammeln wir unsere 50 Pfeile auf, die ich da unten weggesammelt habe. Ich hoffe, die sind noch da, ja. Dann sind sie noch. Ah, shit. Ja, wenigstens gibt mir die Ratte meinen Pfeil wieder. Also wir werden noch easy entdeckt von den Gegnern, wenn wir irgendwas abschießen. Das ist ein bisschen blöd. Dann leuchtet irgendwas. Gold. Knochen. Käsestück. Eisenhelm, cool. Und eisener Kriegshammer. 60 Wert nehme ich mit. Sowas von. So, hier noch ein bisschen Gold. Du bist nichts wert und wiegst viel. Dich brauche ich nicht. Ich bin ein Khajiit, der weiß, wie man Geld verdient. Ja. Ich bin anscheinend kein Khajiit, der Gegner sieht. Oh Gott, da ist er schon. Ist da noch eine zweite Ratte? Wie wechsle ich im Shortcut Waffen? Das würde mich gerne interessieren. Drecksviech. Jetzt habe ich auch nur Leben verloren. Ich glaub's nicht. So, erstmal Käse reinziehen. Erstmal Käse reinziehen. Wow, diese Heilung vom Käse, die ist so verblüffend. Die war so gut, ich hab's gar nicht gespürt. Ach, die stellt Ausdauer wieder her oder krieg ich Schaden? Ich glaube, ich habe Schaden bekommen, ich weiß es nicht. Das hört sich alles nicht so gut an, ne? Komm, scheiße auf Heilung. Ich bin Profi, ich komme ohne Heilung durch. Pff, Heilung, ha! Wir brauchten das schon. Ich auf jeden Fall nicht. Lauf ich jetzt zurück? Ich habe keine Ahnung. Meine Orientierung ist in Spielen ein Desaster. Das war schon immer so. Ich weiß nicht, wenn ich bei mir in der Stadt rumlaufe, habe ich eine richtig gute Orientierung. Ich war einmal bei Regi und ich wusste sofort, wo es lang geht und so weiter und so fort. Aber wenn ich in ein Spiel reingehe, ne. Da bin ich orientierungslos. Ganz seltsam. Oh, da ist was versteckt. Zum Glück habe ich die Nachtsicht. Eil. Entzug der Intelligenz, ein Punkt für 60 Sekunden. Entzug der Willenskraft, Ausdauer wiederherstellen. Ja, cool. Bin ich halt ein Alkoholiker-Kätzchen. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Ach, diese Nachtsicht. Kann sie nicht für ewig halten? Ich meine, ich kann sie sowieso wahrscheinlich im Sekundentakt anwenden. Ja, ich kann sie im Sekundentakt anwenden. Kann sie auch ganz ehrlich bleiben. Oh Gott, er hat's gehört. Okay, okay. Du willst aufs Maul, Kleiner? Moment, Kriegshammer. Ach, verdammt. Ich bin tot, wenn es so weitergeht. Tick dies. Und das. Hilft dein Leben. Coole Sache. Okay. Wie stellt man das ein? Es muss doch einen Knopf geben, mit dem man seine Waffen wechselt. Okay, das die Waffe holen und wieder reintun. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh gut, hier einmal kurz reingehen und irgendwas auswählen, ist ja gar kein Problem. Wenn man denn noch am Leben ist. Ihr findet nichts Nützliches. Geil, ey. Geil. Stehe ich drauf. Unreiner Rubin. Seht ihr mal, was ihr alles findet mit Nachtsicht? Krass. Ach, Potion of Healing habe ich, ne? Na, no, nicht schlecht. Nicht schlecht. Was bringen mir die Pilze, wenn da nichts ist? Ich finde nichts Nützliches. Was sind das für scheiß Pilze, sag mal. Oh, da brennt ein Feuer. Ihr könnt den Gegenstand und Zaubersprüche aus eurem Journal Schnelltasten zuweisen, indem ihr eine Zahlentaste gedrückt haltet. Da
Danke für die Info. Kommt ein bisschen spät, aber gut. Danke für die Info, Alter. Danke für die Info-Spiel. Weißt du, halt beim Verrecken. Ach, übrigens, so, du kannst deine Waffe wechseln, wenn du willst. Ich fühle mich gerade so nutzlos, dass ich Sachen aufsammle, die mir nichts bringen. Toll, da schleiche ich mich dran vorbei, weißt du, und dann bringt mir das gar nichts. Eine Handsense, ein Pinsel und leichtes braunes Leinen? Keine Ahnung, mitgenommen. Wer weiß, ob wir das brauchen. Der Goblin da vorne hat euch noch nicht erspäht. Tolle Wortwahl. Vielleicht könnt ihr an ihm vorbeischleichen, um den Schleichmodus einzuschalten. Drücke die Steuerung-Taste. Ihr seht, dass das Fadenkreuz zu einem Auge wird, wenn ihr schleicht. Wenn das Auge dunkel erscheint, kann euch niemand sehen. Je heller es wird, desto näher seid ihr daran, entdeckt zu werden. Ach, cool. Hau ab! Oh Gott, das kann schon viel einstecken, mein Freund. Das gefällt mir gar nicht. Es gibt hier noch mehr von denen. Oh, da brennt eine Ratte, cool. Poison of Illness. Waldlichtstängel. Aha. Hundsrute. Novizenmörser und Stößel. Ihr habt einen Mörser und Stößel gefunden. Rüstet euch damit aus, um Tränke oder Gifte aus Zutaten mit ähnlichen Wirkungen herzustellen. Eure Alchemiefähigkeit macht euer Mixturen noch stärker. Okay, wo finde ich den Scheiß? Das habe ich damals übrigens noch nie genutzt. Weil damals war ich ein Kacknub in Spielen. Rattenfleisch und totes Fleisch. Kombiniert Zutaten mit ähnlichen Wirkungen, um Tränke und Gifte herzustellen. Oh, Alchemie, bla bla, okay. Also was habe ich jetzt hergestellt? Schaden, Lebensenergie, cool. Ihr habt in den geheimen Universität eine Notiz von Botil entdeckt. Wenn ich die verloren gegangenen Zwergenartefakte finden kann, gibt es vielleicht eine Belohnung. Ich sollte zum Alleslager reisen und versuchen, die Banditen aufzuspüren. What? Was für eine Notiz habe ich gefunden? Nicht einen Scheiß habe ich gefunden. Das wüsste ich doch, wenn ich irgendwas gefunden habe. Da, da. Ja, cool, ist auf Englisch. Nice Sache. Vielleicht soll ich das noch ändern. Dass nicht alles auf Englisch ist. So, Rattenfleisch. Ah, ich verstehe. So funktioniert das also. Gold, Dietrich, Fackel kannst du behalten. Wie? Geht's hier nicht weiter? Doch. Da hinten geht's weiter. Ich weiß aber nicht, wo ich die Notiz her habe. Keine Ahnung. Die lockt einfach. Moment. Dich kenne ich doch. Orientierung for the win. Ah, ich glaube, wir haben den Weg gefunden. Das ist eine hübsche Falle. Willst du reinlaufen? Oh, er wurde nicht getroffen. Oh mein Gott. Cheater. Okay, die Falle geht genau in die andere Richtung. Schön. Wieso auch nicht? Also ich würde sagen, Freunde, wir werden hier unsere erste Folge beenden. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich habe Spaß daran, mal wieder ein bisschen... ja, in ein frisches Oblivion zu gehen, wobei frisch jetzt nicht mehr ist. Es ist aber 10 Jahre her, dass ich gespielt habe und ich weiß gar nichts. Zum Beispiel auch mit diesem Gifte machen hier,
Die Mörser, das wusste ich gar nicht. Das kannte ich damals gar nicht. Das ist crazy. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.